Geräte gehen verloren. Ständig. Deines nicht? Nun ja, vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, denn Verlust ist eine ganz reale Bedrohung für jedes Endgerät. So zeigt eine Studie, dass 12.000 Laptops an Flughäfen verloren gehen. Pro Woche. Hier im Video siehst du einen Link zu dieser Studie. Und 2011 wurde gezeigt, dass 8% aller Unternehmenslaptops während ihrer Lebensdauer mal verloren gehen. Auch hierzu findest du den Link im Video eingeblendet. Das heißt, auch wenn du sehr auf deine Geräte achtest, solltest du dir dem realen Risiko des Verlusts bewusst sein und Vorkehrungen treffen, die zumindest den Schaden begrenzen können, wenn es doch passiert ist. Bei Laptops oder Smartphones hört es ja nicht auf. Auch USB-Sticks werden verloren, sicherlich noch viel mehr als größere Geräte. Und auch auf diesen tragen wir meist viele sensible Daten mit uns herum. Selbst wenn der Datenträger wieder auftaucht, ist immer davon auszugehen, dass die darauf gespeicherten Daten einem Dritten zugänglich gewesen sein können oder der Stick gar mit Schadsoftware verseucht sein kann.